Manchmal werden die Steine in den Weg gelegt. Und manchmal liegen praktischerweise schon überall Bäume. Das ist der Steppenwolf. Ich hab mal behauptet, ich mag Sand. Heute muss ich sagen, geht so. Gefühlt komme ich beinahe voran. Jetzt wieder fetter Anstieg. Das ist ein Reh, ein Hase, irgendwas. Und es ist brechend warm. Und eins kann ich euch versprechen, so Events wie Atlas Mountain Race, Steppenwolf, die werden euch mental stärker machen, definitiv. Aber sie werden euch vorher komplett zerstören. Und ich fahre jetzt weiter. Gute Nacht. Also wunderschönen guten Morgen aus Bernau. Gerade am S-Bahnhof angekommen. Gleich geht's zur alten Post und dann gibt's 3 Tage, je nachdem, 730 Kilometer, 5000 Höhenmeter Steppenwolf. Herr Veranstalter, was sagen Sie zu Ihrem Event? Warum sind Sie so schüchtern? Ich sag hier gar nichts. Oh, 24 Stunden? Für 500 Kilometer? Ja, sicher. So ein Unsinn. Nein, nein, nein. Ganz entspannt heute. Mal schauen, was passiert. So, jetzt geht's endlich in Bernau los. Wird mega geil. 730 Kilometer, 5000 Höhenmeter. Sind auf jeden Fall ein paar Leute. Und Grüße nach Potsdam. Wie sieht denn aus? Eins in 2 Minuten, dann zeige ich dir heute, was zusammenfahren werden. Wird gut? Und willkommen bei Hike and Bike. Die ersten Kilometer werden witzig. Schieben, verschlossene Tore. Läuft. Kurze Erklärung: Der Steppenwolf ist quasi eine Radtour Gravelbike von Berlin nach Usedom und zurück. Einmal als Graveltrack 500 Kilometer und als Wildtrack eigentlich Mountainbike 730. Aber das Coole ist, Wild- und Graveltrack kreuzen sich öfters und so hat man trotzdem Community, sieht sich und ist nicht nur alleine. Ich find's nice. Ach, schalten, bevor ich an den Berg gehe. Idiot. Und auf jeden Fall ist das halt eine Veranstaltung, die mit sehr viel Liebe und Herzblut gescoutet ist und ist schon nice. Update für meine Gravel-Übersetzung: Ist das hier ein bisschen zu steil? Läuft. Wir sind jetzt mitten auf dem Trail und Garmin liegt auch manchmal neben dem Track. Und ab und zu liegt hier der ein oder andere umgestürzte Baum.
Es ist manchmal richtig tricky, den Weg zu finden. Also alles Lauf und bin gerade ein bisschen parallel zum Weg. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch egal. So, Update aus dem Cockpit. Bin, glaube ich, gerade hinter Bad Freienwalde, irgendwas in Richtung 60 Kilometer, 600 Höhenmeter, 12 Uhr, also ca. 4 Stunden gebraucht bisher. Läuft! Herzlich willkommen in der polnischen Steppe. Sand, Sand, Sand. Es ist mittlerweile brechend warm, habe knapp 100 Kilometer und bin gerade auf einem meiner Lieblingswege. Oh, anstrengend. 3 bis 4 km/h Geschwindigkeit. Das hier ist auf jeden Fall Type 2 Fun. Überall Holz, alles versperrt, läuft. Ich muss echt sagen, das sind auf jeden Fall nicht meine geliebten polnischen Wälder. Hier sieht man so richtig Sand, überall Kanten, richtig wilder Track. Heißt ja auch Wild Track. So, Kilometer 108, konnte gerade Wasser auffüllen, hier ist ein kleines Café. Ganz cool. Und endlich wieder Wasser. Ich bin jetzt kurz hinter Schwedt, hab noch mal ganz schnell eine Tanke gehalten, mir eine Cola geholt, ein kleines Eis. Und jetzt geht's weiter. Essen muss ich nicht. Bin satt, hab genug Wasser und komme jetzt auf jeden Fall bis zum Checkpoint 2 durch. 1. Leider 1. Das sind übrigens schon mehr meine polnischen Wälder. Also gerade habe ich richtig viel Spaß. Ich habe mal behauptet, ich mag Sand. Heute muss ich sagen, geht so. Oh, da ist ein Radweg gewesen. Hier, Straße. Ich freue mich gerade so richtig darüber. 163 Kilometer. Harter Boden, tiefe Fahrrillen, anstrengend. Tempo, maximal Speed. So, da ist Jakob, der bei Kilometer 10 oder 20 einen 31er Move gemacht hat. Wir haben uns jetzt am Checkpoint wiedergefunden, fahren jetzt weiter. Die nächsten 30 Kilometer wären tricky. Also Berge, Abfahrten, Katastrophe und dann, genau, Single Trails und dann soll es schön werden. Aber da hinten springt Jakob rum. Hier ist richtig, richtig schlimm, alles aufgerissen. 180 Kilometer Gefahrenstelle. Wir fahren jetzt noch bis durch die Nacht. Oh, kleines Update. Wir haben es aus dem Wald geschafft. Ewig schieben, viele Baumstämme, richtig nervig. Jetzt sind wir in Stettin oder im Vorort und jetzt kommt, wie es aussieht, ein ganz guter Schotter. Also Tag 2, die Nacht gestern war relativ hart. Die 30 Kilometer Trails, Schiebepassage hinter dem ersten Checkpoint war die Hölle. Sind dann noch ein bisschen weiter gefahren, hier haben auch ganz viele andere geschlafen. Und da liegt noch einer. Jakob hat keinen Bock. So, Jakob macht ein DNF und ich fahre jetzt alleine weiter. Ach so, und da ist er wieder. Dieser Sand.
den ich nur noch okay finde. Da geht's durch. Oh, ich habe mir gerade an einer 24-Stunden-Tankstelle den Bauch vollgeschlagen. Kurz danach Janis und Kascha getroffen. Und jetzt geht's weiter. Läuft. So, kurze Grüße aus Berlin. Hier war ich jahrelang zum Kämpfen und hier findet jedes 1. August-Wochenende das große Wikinger-Festival statt. Slowenien Viking Festival. Und ist schon ziemlich nice hier und alles sehr groß. Aber ich fahre jetzt mal mit dem Fahrrad. Beach Time. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, der Steppenwolf-Wildtrack ist hier kein gemütlicher Sonntagsspaziergang, sondern eher am Kühlregal falsch abgebogen. Und ab und zu machen diese ganzen Trails auf einmal doch Spaß. Gefühlt komme ich beinahe voran. Jetzt wieder fetter Anstieg. Da ist ein Reh, ein Hase, irgendwas. Ach, schon. Und es ist brechend warm. Da komme ich her. Da muss ich hoch. Und ich muss eigentlich sagen, also auch diese zugelaubten Abfahrten machen mittlerweile doch einigermaßen Spaß. So wie gestern Nacht, dieses Gehölz, wo man ständig durch muss, alles übertragen muss, weil es von Mountainbikern richtig zugebaut ist und zu steil und sonst wie, fand ich nicht so mega, aber das heute ist eigentlich ganz cool, ist eine schöne Abwechslung zur Wiese, zur kargen Landstraße und das Wichtigste allgemein, die Hälfte ist einfach nur Mindset. Alles nur Mindset. Ich sag ja, Mindset. Ich habe mich gerade übrigens so 10, 15 Minuten durchs Unterholz geschlagen, weil auf einmal war der Track weg. Da hinten irgendwo ist eine Straße und ich schleiche diesen Bogen hier. Ich bin übrigens angeblich auf dem Track. Also, das ist der Track. Hurra. Jetzt könnte man sich auf jeden Fall an den Strand legen. Ich hatte gerade eine Currywurst mit Pommes, ein bisschen was gegessen und jetzt reicht es auf jeden Fall bis Usedom. Macht gerade mega viel Bock. Ich glaub's kaum. First Nummer 21. Ich hab's zur Fähre geschafft. Ach, geil. Und was ein bisschen erstaunlich ist, man sieht zwei Leute vom Gravel Track, aber echt niemand vom Wild Track heute. Und irgendwie muss ich sagen, mittlerweile freue ich mich auch richtig über die Abfahrten. Zum einen habe ich es langsam drauf mit Bergabfahren, so ein bisschen. Und zum anderen ist man dann mal schneller als 6 bis 7 km/h.
zählt das eigentlich unser Stockholm-Syndrom, wenn man sich über den Track so ein bisschen doch aufregt und es irgendwo so halb im Nachhinein doch genießt? So, ich habe jetzt 127 Kilometer. Wir haben 17 Uhr, noch 20 Kilometer bis zum Checkpoint. Ich bin, glaube ich, seit 7 unterwegs. Der Tag zieht sich. So, die Kette sieht lustig aus. So, gerade Checkpoint 2 gewesen. Es wird schön frisch. Jetzt geht es weiter Richtung Anklam. Es ist kalt, windig. Und ich fahre noch ein bisschen. So, wie man sieht, habe ich mich ein bisschen eingepellt. Buff, Beinlinge, Armlinge. Usedom ist halt mega windig. Es ist relativ frisch. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme von dieser Kackinsel. Einfach nur, weil es hier so windig ist. Und dann sehen wir uns nochmal zur Dämmerung. Eigentlich ist es richtig cool. Hier war ich halt im Februar schon. Bei Bodenfrost, bei um die 0 Grad am Scouten. Und jetzt fahre ich teilweise, auch wenn es teilweise Wildtrack ist, dieselben Trails, Wege wieder ab. Finde ich ganz cool, vor allem da es damals Nacht war. Also hier, ziemlich geiler Anstieg. Richtig böse, aber richtig cool. So, ich bin jetzt einmal leicht gegen die Wand gefahren und sieht man das? Digga, was ist das? Eine Wand, ein Graben. Alter! Oh, Grüße vom Steppenwolf. Da ist ein tiefer Graben. Hier liege ich. Und hier sind Blumen. Oh je, Alter. Oh. Voll auf die Nase. Alter. Das weiß ich nicht. Was? Oh, hier ist ein See. Das Wasser. Das ist doch wirklich ein schlechter Scherz. Oh, auf jeden Fall muss ich jetzt hier richtig vorsichtig sein wegen Wildwechsel. Also, kurz vor 12. Ich habe gleich die 200 Kilometer voll. Ich finde mich gerade in Anklam, werde mir jetzt gleich eine Tankstelle suchen. Ich glaube, ich komme an einer vorbei. Und dann kommt eigentlich bis zum Checkpoint 3 und 100 Kilometer nichts. Also ich habe jetzt, glaube ich, 213 Kilometer. Es ist circa 2:30. Bin die letzten Kilometer schon so ein bisschen immer mal gerollt. Habe mich vorhin ein bisschen irgendwo hingesetzt, aber es ist arschkalt. Habe mir alles angezogen, was ich habe. Vorteil, dass man ein bisschen ortskundig ist. Ich kenne die Sleeping Spots, die Vogelbeobachtungshütte vom letzten Mal, das war mir zu früh. Hier ist noch ein Turm, hier ist so ein bisschen Windschutz, nicht viel. Ich komme einfach vom Fluss nicht weg und deswegen packe ich mich jetzt hier ein paar Stunden hin, habe wenigstens ein bisschen Windschutz und gute Nacht. So, guten Morgen, es ist ca. 6:30. Hab schon alles eingepackt. Geht's ganz gut. Die Nacht war ganz angenehm warm. Und jetzt lasse ich nochmal die Drohne steigen und dann geht's weiter. So, jetzt befinden wir uns ein Stück hinter Anklamhöhe Fleetgraben.
habe ca. 90 Kilometer bis zum Checkpoint 3. Bin auf Abschnitten, die ich selbst teilweise gesortet habe, bis auf die Abweichung vom Bike Track. Und alles ziemlich nice. So, ich mache jetzt einen kleinen Abstecher hier bei Ducharo, gehe was frühstücken. Hab zwar überlegt, ob ich durchfahre, aber es ist halt Quatsch. Lieber einen schönen entspannten Tag haben, auch mal frühstücken, als mit 5 Regeln durch den Wald zu fahren. Wie ist es eigentlich bei euch so? Kopfsteinpflaster? Ja, nein, vielleicht. Ich habe rausgefunden, dass Mountainbiker, die dann Gravelbike fahren, keine Kopfsteinpflaster mögen. Mit viel Augen, glaube ich, geht es. Ich finde Kopfsteinpflaster ganz okay bis sehr gut. Komme auch mit 20 km/h locker voran. Und ja, weiter geht's. Einer der Vorteile, Scout zu sein, ist, dass man sich auf manche Teile freuen kann. Wie das zum Beispiel, wirklich in der Schotter, freue mich besonders auf die Feldberger Seenlandschaft. Und Richtung Templin sieht alles ziemlich nice. By the way, das Schlimmste für mich ist allgemein schon fast eher der Sattel in den Schuhen. Wenn man den immer unter den Füßen hat, dann noch unbequemer sitzt und tritt. Aber es sind kleine Mimis. Jetzt geht's in die Brummer Berge, jetzt kommen wieder ein paar Anstiege. Noch 55 Kilometer bis zum dritten Checkpoint und 240 Kilometer bis zum Ziel. Ich glaube, ich bin gerade auf diesem trostlosen Stück Acker, wo ich mit Benny scouten war im Februar bei Schnee. Richtig cool, das hier in trocken und warm zu sehen. Nur dumm, dass es warm ist. Oh, wie geil! Brummer Berge sind durch. 40 Kilometer bis zum Checkpoint, vielleicht ein bisschen weniger. Und das nächste Ding kommt vor Wolle. Noch der Hektarberg. Und ich muss schon sagen, eigentlich kann ich mir kaum ein besseres Bike für sowas vorstellen als mein Kopfmann der Toner. Außer vielleicht das Tiger, was jetzt rausgekommen ist, was halt eine Mischung zwischen Gravelbike und Mountainbike ist. Übrigens noch so 16 Kilometer bis zum Checkpoint. Erstmal der Held der Berg. Ich habe kaum noch Wasser. Aber vorher kommt zum Glück Woldeck. Also könnt ihr knapp hinkommen. Eigentlich ist es hier ganz schön. Und da geht es jetzt hoch, der steilste Punkt vor Rummels. Letztes Mal mussten wir hier schieben im tiefsten Schnee. Und jetzt schiebe ich auch alleine schon, weil ich dadurch Wasser spare. Danach kommt eine trickige Abfahrt und dann müsste es eigentlich ganz schön nach Woldeck weitergehen. Höchster Punkt Poppermanns. Again. Helfterberg. Die Abfahrt vom Helfterberg ist halt besonders tricky, weil wir haben sie im Februar schon nicht gesehen. Und hier steht man halt auch im Wald. Ich gucke einfach nur aufs Navi und komm irgendwie klar. Ja.
Hier haben wir noch vor zwei Monaten verzweifelten Weg gesucht, sind da am Waldrand gefahren, aber das sind halt nur 500 Meter, von daher easy going. Und man glaubt doch nicht, an Tag 3 macht es Spaß. Fun Fact, beim Scouten hatte ich hier nur eine Vorderbremse. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, 84 Kilometer in 3 Tagen. Keine Ahnung, wie spät es jetzt ist. Aber mein Bein geht's gut. Relativ fit. Ausgeruht. Vorhin Pause am 3. Checkpoint. Und nach 180 Kilometern bis zum Ziel. So. Ich habe richtig, richtig Spaß. Vielleicht gewöhnt sich auch ab dem 2. Tag der Kopf daran. Das Mindset. Wie gesagt, das Schlimmste allgemein ist nur das Mindset. Und manchmal ist Schieben einfach sinnvoller, als sich unnötig anzustrengen und Kraft zu verbrauchen. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Ich habe den ganzen Spaß teilweise beim Winter, bei tiefstem Schnee, bei Kälte, bei Bodenfrost mitgescoutet. Und das jetzt bei diesem tollen Wetter zu sehen, das ist schon ziemlich nice. Wie gesagt, ist alles einfach nur Mindset. Und weil ich gerade die Mountainbiker wieder sehe, also Steppenwolf Waldsteck ist auf jeden Fall fürs Mountainbike gemacht, für den Gravelbike fahrbar, aber natürlich ist das Mountainbike hier klar im Vorteil. Und manchmal muss man einfach nur den Kopf einziehen. Hier kurz hinter Lüchen. So viel Spaß habe ich mit dem Gravel hier nicht. Mega viele Wurzeln. Da sind 29 Zoll Reifen doch schon ganz schön geil. Oh.
Ja, mal gucken, ob ich mich heute noch melde. Müsste gerade, könnte gerade in der Schorfheide sein, Richtung Templin. Und mega sandig. So, mal ein kleines Update aus dem Cockpit. Es ist mittlerweile circa 2:30 Uhr nachts. Ich habe vor einer Stunde in einem Flugzeughangar geschlafen. Wirklich Notfallbivak, weil der Track so kräftezehrend ist. Katastrophal. Schlimmere Waldwege und davon ganz viel. Ich wurde vom Security angesprochen, der kam, als ich aufbrechen wollte, weil die da halt rumfahren, ist klar, ist ein Solarpark und aber alles cool. Wer überlegt, sowas nachzumachen? Ich will und kann niemanden davon abhalten. Ich bin selber so dumm, aber überlegt es euch zweimal. Und eins noch, nachts kann es echt arschkalt sein, ich habe es total gefroren. Ich habe angefangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich habe auf Instagram geguckt, ich habe am Handy gespielt, habe eine Musik angemacht, einfach um aus der Situation rauszukommen. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, als ich diesen Hangar gesehen habe, dass ich eine Stunde schlafe. Super unbequem, warm auf jeden Fall nicht, aber etwas Ruhe, auch wenn es eine sehr unangenehme Situation war, aber raus aus der Situation. Jetzt geht es mir mental gerade wieder besser. Und eins kann ich euch versprechen, so Events wie Atlas Mountain Race, Steppenwolf, die werden euch mental stärker machen, definitiv. Aber sie werden euch vorher komplett zerstören. Und ich fahre jetzt weiter. Gute Nacht. Ich habe gerade ein mentales Hoch, habe noch 70 Kilometer. Das hier ist einfach dumm durch den Wald fahren 2.0. Und mir geht es gerade eigentlich ganz gut. Mir wird langsam ein bisschen warm, weil ich mich bewegen muss. Meine Windweste, die schützt noch ein bisschen. Ich habe keine Daunenjacke dabei, keine Winterjacke, weil ich die Nächte richtig krass unterschätzt habe. Natürlich, wenn du nachts schläfst, Schlafsack, aber wenn du nachts fährst und es ist kalt, dann ist es halt kalt. Ich fahre jetzt weiter und hoffe, ich bin in 5 Stunden durch. Manchmal werden die Steine in den Weg gelegt. Und manchmal liegen praktischerweise schon überall Bäume. Das ist der Steppenwolf. Sind Sie Just Road Bike ratlos? Was ist der Track? Ist das der Track? Was ist der Track? Update, die goldene Mitte scheint richtig zu sein. Aber immerhin wird es jetzt wieder warm. Ich habe heute Nacht so gefroren, selbst beim Fahren. Oh, Digga. Na gut. Positiv beim Steppenwolf ist auf jeden Fall, wer keine Trails fahren kann, wird sich damit beschäftigen müssen, abwarten und kriegt es dann einigermaßen hin. So, ich habe noch 44 Kilometer to go. 8 Kilometer hinter mir ist Milan. Ja, auf jeden Fall einen Grund, ein bisschen Gas zu geben. Und freue mich auf jeden Fall auf mein Bett. 36 Kilometer zum Ziel. Gerade werde ich Unterholz geirrt. Und gleich Marienwerder. Gas geben.
10 Kilometer. Endspurt. Ich hab's endlich geschafft.